Also uns treibt die Sorge um im VBW, dass wir nicht genügend Wohnraum haben werden, wenn viele Flüchtlinge, die jetzt im Anerkennungsverfahren sind, in den Wohnungsmarkt kommen, also aus den Erstunterkünften rausgehen werden. Die Knappheit, die wir schon haben, die wir seit Jahren beklagen, wird dadurch noch verstärkt. Und wir glauben, dass wesentlich mehr getan werden müsste, um den Wohnungsbau jetzt wirklich zu intensivieren. Sonst werden wir in große Probleme kommen. Verbesserung natürlich der Förderbedingungen. Da hat das Land reagiert. Darüber sind wir sehr froh. Wir glauben, es muss noch mehr getan werden. Und wir brauchen insbesondere im Planungs- und im Baurecht Entbürokratisierungen. Und vor allem muss es den Kommunen viel leichter gemacht werden, neues Bauland auszuweisen, weil es wird auch nicht immer reichen, nur die Innenentwicklung zu intensivieren. Ja, wir haben alleine beim Bauland natürlich verschiedene Ebenen, die die Kommunen hemmen, vom Artenschutzrecht, Hochwasserschutz, Einspruchsmöglichkeiten in den laufenden Verfahren. Und all das macht natürlich die Schaffung von neuem Bauland, von neuem Baurecht sehr langwierig, sehr teuer, sehr träge. Und wenn wir schnell mehr Wohnungen brauchen, dann werden wir uns das eigentlich so nicht erlauben können. Nein, das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es zum Beispiel bei der Energieeinsparverordnung jetzt mal eine Pause zu machen. Die NF 2016 soll ja jetzt kommen zum 1. Januar. Die wird den Bau nochmal um 6 bis 8% verteuern durch höhere Ausstattungsstandards. Häuser, die aber jetzt fertig werden, die jetzt bezugsfertig werden, sind nach der NF 2009 gebaut. Und das ist ein Top-Standard, den wir für ausreichend halten. Das ist auch, denke ich mal, ein energetisch sinnvoller Standard. Und wir sind der Auffassung, den könnte man jetzt ein paar Jahre belassen, bis sich die Situation wieder entspannt. Und dann kann man wegen mir über neue Verschärfungen nachdenken. Aber im Moment glauben wir nicht, dass wir an dieser Schraube drehen sollten. Es wird zu einer Verschärfung im Wohnungsmarkt kommen. Und die Konkurrenz um die freien Wohnungen, insbesondere in den Städten, wird größer, wird vielleicht auch etwas härter werden. Und das ist eine Situation, die sich niemand wünschen darf. Denn der Friede in der Stadtgesellschaft und das soziale Miteinander ist auch ein Standortfaktor, den Deutschland auszeichnet, insbesondere auch den Südwesten. Und den darf man auf keinen Fall riskieren.